Diese Sendung wird präsentiert vom Schweizer Domizilservice. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Das stammt und ist eines der wichtigsten Dokumente aus der Charta der Vereinten Nationen, beschlossen am 26. Juni 1945, also unmittelbar nach dem Ende eines katastrophalen und viele, viele Millionen Tote gekostet habenden Zweiten Weltkrieges. Damit war eigentlich alles klar und damit hätte man eine wundervolle und positive Basis für das internationale Miteinander gehabt. Dass es anders geworden ist, wird Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. An sich hätte man mit diesem Beschluss oder mit dieser Vorlage der Vereinten Nationen fantastisch arbeiten können. Du hast ein Buch vorgelegt und eine Zusammenstellung, und das ist leider nur eine Auswahl, muss man sagen, dass es ganz anders kam. Ja, ich habe auch diesen Satz gelesen, der ja verkürzt heißt, alle Länder unterlassen den Einsatz von Gewalt gegeneinander. Und das ist eigentlich ein sehr weiser Satz. Ja. Er ist wahr, er ist richtig, er sollte uns als Leitschnur dienen, wie wir durch das 21. Jahrhundert gehen. Ich sage immer, das 21. Jahrhundert ist ja erst jung, wir sind erst im Jahre 16. Wir müssen irgendwie bis ins 2099 kommen. Und man fragt sich schon, wie kommt man dorthin? Und ich denke, ein kluger Rat für die Kinder, für die Enkel ist eben der, wir sind jetzt 193 Länder, wir können aufrunden auf 200 Länder, dann ist das auch mal ein erster Überblick. Und wenn diese 200 sich nicht töten, keine Armeen in die anderen Länder schicken, sich nicht bombardieren, keine Terrorgruppen unterstützen, keine Milizen aufbauen, dann haben wir einfach ein stabileres System. Und genau das ist eben der Grundgedanke des Völkerrechts. Und die UNO-Charta, die du zitiert hast, von 1945, hat eben eigentlich, ich sag mal, aufbauend auf dem Angriffskrieg von Hitler gegen Polen von 1939 gesagt, wir wollen das verhindern. Wir wollen jetzt eben nicht mehr, dass ein Land A ein Land B überfällt. Und das ist der Grundgedanke der UNO und der ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Aber man hat ihn zu oft gebrochen in den letzten 70 Jahren. Du schreibst oder beschreibst in deinem Buch die UNO mit der durchaus harten Formulierung eines großen Theaters. Ja. Ist das das, was man hier beschlossen hat, so ein Etikett nach draußen und die Wirklichkeit sieht nicht nur in der Wirklichkeit anders aus, sondern die UNO nimmt das selber nicht so wirklich ernst? Würde ich jetzt nicht so sagen. Also es kommt halt sehr auf das Land drauf an. Ja. Also von den 193 UNO-Mitgliedern sind viele, und da muss man vielleicht unterstreichen, viele kleine, wie die Schweiz, denen ist sehr daran gelegen, dass das internationale Völkerrecht geachtet wird. Auch in Deutschland sind sehr viele Vertreter, jetzt vielleicht nicht immer in der Politik, aber doch in der Wissenschaft und in den Medien und vor allem in der Bevölkerung. In der Bevölkerung natürlich. Der Bevölkerung, die keine Angriffskriege wollen. Also diese Überzeugung von Deutschland soll nie wieder Krieg ausgehen, die ist ganz tief in der Bevölkerung verankert. Das heißt, das ist doch mehrheitsfähig, was da in der Charta steht. Und trotzdem ist es richtig, es ist manchmal ein Theater in New York. Ich bin auch hingeflogen, habe mir im UNO-Hauptgebäude dann den Sicherheitsrat oder den Raum, wo die Generalversammlung tagt, ich habe mir das angeschaut. Was man beim Theater nie weiß, ist es eine Komödie oder ist es eine Tragödie? Das ist manchmal nicht ganz klar. Aber was sicher ist, dass wir sehen, es gibt eine Fehlkonstruktion innerhalb vom System.
Und das ist die, dass eigentlich nicht alle Länder der Welt das gleiche Stimmrecht haben, sondern dass es wie eine Minderheit gibt, die mächtiger sind. Und das sind die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates. Und innerhalb dieser 15 Mitglieder sind nochmal 5 am mächtigsten. Die Ständigen, ja. Genau, das sind die Ständigen. Das ist Russland, das ist China, das sind die USA, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Und diese 5 können eigentlich entscheiden, ob ein Land bestraft wird, wenn es ein anderes Land überfällt. Also konkretes Beispiel, als Saddam Hussein 1990 Kuwait überfallen hat, haben die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates und vor allem die 5 mächtigsten entschieden, das geht doch nicht, und haben sofort erklärt, man darf doch Kuwait nicht überfallen, das ist illegal. Haben das auch verurteilt, dann verabschiedet eben der Sicherheitsrat eine Resolution. Das ist einfach in erster Linie ein Papier, aber an diesem Papier hängt sehr viel. Das bewegt Panzer, das bewegt Flugzeuge. Das. Als aber 2003 Großbritannien und die USA den Irak angegriffen haben, war auch illegal, wurde das von der UNO nicht verurteilt, weil eben die 3 NATO-Länder, Frankreich, Großbritannien und USA, ja ein Vetorecht haben im Sicherheitsrat. Und wenn man das mal begriffen hat, dann sieht man, der UNO-Sicherheitsrat wird nie und nimmer einen Angriffskrieg von NATO-Ländern verurteilen, weil die NATO-Länder ein dreifaches Vetorecht im Sicherheitsrat haben. Also um das ein bisschen deutsch und deutlicher zu sagen, wenn hier in Leipzig die Feuerwehr ausrückt, fährt sie ja raus und löscht ein Haus. Vielleicht gibt es Brandstifter hier, die hin und wieder ein Haus anzünden, weil wenn es irgendwie niederbrennt, kann man es günstig erwerben und so ein Immobilien. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, aber ich habe schon gelesen, dass es in Italien gibt. Vielleicht gibt es das in Deutschland nicht. Aber ich sage nur, in meinem Beispiel hätte die Brandstifter in der Feuerwehrhauptzentrale ein Vetorecht, wann ausgerückt wird und wann nicht. So ist es. Also die NATO-Länder haben wiederholt Kriege geführt, aber immer im UNO-Sicherheitsrat verhindert, dass das verurteilt wird. Das Beispiel ist wunderschön, macht aber noch eine andere Sache deutlich. Denn du sprichst davon, dass es einerseits dieses Vetorecht gibt gegen eine Verurteilung. Ja. Auf der anderen Seite braucht es aber, um aus einem, das ist ja für dich hier auch, das sagt der Titel ja schon, die entscheidende Unterscheidung zwischen illegalen und legalen Kriegen, die Situation, dass einen legalen Krieg zu machen, man ein UNO-Mandat braucht. Das war im Fall Saddam Hussein und Kuwait, wobei man dazu sagen muss, an sich hat er ja auf amerikanische Einladung oder einen Hinweis Ding überhaupt erst stattfinden lassen. Aber legen wir das mal auf die Seite. Legen wir das wirklich mal auf die Seite. Mhm. Dort gab es ein Mandat. Ist im Buch auch beschrieben. Ja, ich weiß. Es ist auch wichtig, dass da deutlich wird, dass auch hier die USA die Finger auf beiden Seiten quasi im Spiel hatten. Es wurde aber dann ein legaler Krieg mit einem UNO-Mandat. In dem Moment, wo wir dann dein zweites Beispiel, haben wir zwar kein Vetorecht, aber wir haben auch gleichwohl einen illegalen Krieg, weil es kein UNO-Mandat gibt, oder liege ich da falsch? Nein, das ist ganz, ganz richtig. Also die Leute fragen mich auch immer, wenn sie sagen, ja, illegale Kriege, toller Titel, gibt es legale Kriege? Ja. Diese Frage bekomme ich immer und die Antwort ist ganz klar, es gibt fast keine legalen Kriege. Fast alle Kriege sind illegal, eben wegen der UNO-Charta von 1945. Das Völkerrecht hat dieses Gewaltverbot. Das Gewaltverbot sagt, ein Land A darf ein Land B nicht überfallen. Ende. Ja. Es ist auch verboten, wenn wir hier aus dem Haus gehen und dann auf der Straße sehen, ein Mann erschießt einen anderen Mann. Da muss man nicht Jurist, Professor sein oder Doktor in Geschichte oder was auch immer. Man weiß, es ist illegal. Ja. Mord ist illegal, Angriffskrieg ist illegal, Ende. Jetzt, es gibt Fälle, da ist ein Krieg legal und es gibt nur 2 Fälle. Der erste Fall, den die UNO-Charta auch festlegt, ist, wenn ein Land angegriffen wird. Ja, darf es sich verteidigen? Das ist eine ganz gefährliche Sache, weil da wird manchmal gesagt, wir wurden angegriffen, wir verteidigen uns nur. Also zum Beispiel haben die USA 1964 gesagt,
als der Vietnamkrieg ausgebrochen ist, unser Schiff, die Maddox, wurde im Golf von Tonkin angegriffen. Das hat der amerikanische Präsident Johnson erklärt. Ich erkläre das im Buch für die, die das damals nicht mitbekommen haben. Und heute wissen wir aus der historischen Forschung, dass es diesen Angriff so nicht gab, wie er dargestellt wurde. Und dann haben die USA den Krieg gegen Vietnam geführt, von 1964 bis 1975, 3 Millionen Tote. Und heute wissen wir, das ist alles auf Lüge aufgebaut und es gab keinen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, also ist es ein illegaler Krieg. Ja. Johnson, ein Kriegsverbrecher. Und das bedeutet eigentlich, dass dieses Moment des ich verteidige mich nur, das wird sehr oft genutzt von der Kriegspropaganda. Der zweite Moment, wo man einen Krieg als legal bezeichnen kann, also der erste ist Verteidigung, der zweite ist, was aber oft als Täuschungsmanöver. Und der zweite Punkt ist eben, wenn ein Mandat des Sicherheitsrates vorliegt, wie du es richtig gesagt hast. Also der UNO-Sicherheitsrat kann entscheiden, dass man einen Krieg führen darf. Vielleicht ist es interessant, das Beispiel Libyen 2011 hier heranzuziehen. Im 2011 ist ja zum Beispiel Fukushima explodiert. Die Leute können sich noch erinnern, ist 5 Jahre her, ist viel passiert. Aber gleichzeitig, wie in Japan dieses Atomkraftwerk explodiert und dieser Tsunami großen Schaden anrichtet, beginnt dieser Libyen-Krieg. Und der Libyen-Krieg hat ein Mandat des Sicherheitsrates, aber Achtung, nur die Flugverbotszone. Das heißt, die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen, die sitzen ja in New York an diesem Sicherheitsrat und die besprechen dann die Situation. Und dann sagt man, nun gut, wir möchten hier eine Flugverbotszone in Libyen einrichten und die Russen und die Chinesen geben ihr okay. Und die Franzosen und die Briten und die Amerikaner, die 3 NATO-Länder, führen dann diese Operation durch. Aber, und das ist wieder der Trick, anstatt dass sie nur eine Flugverbotszone machen, das ist nämlich, dass man dem Gegner, dass man Gaddafi in Libyen nicht erlaubt, mit seinen Flugzeugen in der Luft aktiv zu sein, was eigentlich jedem souveränen Staat zusteht, macht man ein Regime-Change. Ja, und da ist es eben wieder wichtig, dass man genau die Dokumente des Sicherheitsrates liest. Und das habe ich für dieses Buch gemacht. Das heißt, ich habe die Dokumente gelesen, habe mir gesehen, okay, was diskutieren die im Sicherheitsrat? Ah, Flugverbotszone. Und dann, was machen sie wirklich? Ah, Regime-Change. Und das ist eben nicht das Gleiche. Und dafür hatten sie auch kein Mandat. Für das hatten sie kein Mandat. Ja. Und darum ist unter dem Strich der Libyen-Krieg wieder ein illegaler Krieg. Die Leute kommen dann und sagen, ja, aber Herr Ganser, es gab doch ein Mandat des Sicherheitsrates. Sage ich, ja, es gab ein Mandat, aber für eine Flugverbotszone und nicht für einen Regime-Change. Ja, man hat dann bombardiert, man hat die Rebellen aufgerüstet. Ja. Libyen ist im Chaos. Also, um es vielleicht wieder einem konkreten Beispiel zu sagen, ist, wie wenn ein guter Freund sagt, du, ich kann nicht bei dir übernachten auf der Couch, es ist spät, ich komme nicht mehr nach Hause, und sagt man, klar. Und dann am nächsten Tag ist er weg und dann nimmt auch die Couch mit. Dann, das war eben nicht der Plan, oder? Ja. Dann kann man sagen, ja, du hast ja gesagt, er darf hier schlafen. Ja, habe ich gesagt, aber er ist dann eben auch kein guter Freund, weil die Couch weg ist. Aber ich sage, diese Prozesse beobachten wir auch in der UNO. Ja. Jetzt würde mich aus der historischen Sicht und der Entwicklung noch ein Punkt interessieren. Wir haben, wenn wir bei dem Thema Völkerrecht Verletzungen feststellen, ja die grundsätzliche Möglichkeit, mit dem Strafgerichtshof in Den Haag dieses Thema zu diskutieren, im Zweifelsfalle auch abzuurteilen. Also an sich ist damit ja ein Instrument geschaffen, bei dem man sagen würde, okay, das ist das, was so ein bisschen drauf schaut, dass die Dinge, die im Völkerrecht schieflaufen, dann wenigstens auch juristisch eine Konsequenz haben. Wie sieht es damit aus? Ist es da ähnlich mit dem großen Theater wie bei der UN mit der genannten Fehlkonstruktion? Funktioniert wenigstens der Bereich oder funktioniert er auch nicht? Funktioniert auch nicht wirklich, wie man sich das gewünscht hat, aber man muss hier von einer schrittweisen Entwicklung sprechen. Ja. Also für mich ist es ja als Historiker interessant zu sehen, in den letzten 2000 Jahren haben wir Menschen uns unter ganz verschiedenen Vorwänden immer wieder runtergemetzelt. Ist einfach so. Also sagen wir in der Schweiz im Mittelalter die Kämpfe, die wir damals hatten, dann auch
während den Wirren zwischen den Katholiken und den Protestanten haben wir uns umgebracht. Ihr in Deutschland habt euch auch umgebracht. Also wir haben schon verschiedene Möglichkeiten gefunden, uns zu töten. Jetzt ist eigentlich ein Bewusstseinswandel, eine Weiterentwicklung passiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist der Leichenberg so groß geworden mit 60 Millionen Toten, davon übrigens 27 Millionen tote Russen und 300.000 tote Amerikaner und etwa 5 Millionen tote Deutsche. Aber dieser Leichenberg, den studieren wir ja als Historiker. Und dann haben wir gesehen, danach hat man erst das erste Mal überhaupt in der Geschichte gesagt, komm, jetzt verbieten wir das. Wir verbieten Krieg. Also das gab es ja noch nie. Krieg war sozusagen immer erlaubt. Und seit 1945 ist das verboten. Das ist schon mal eine Weiterentwicklung. Aber wie du richtig sagst, in den letzten 70 Jahren haben wir gesehen, diese Weiterentwicklung ist jetzt noch nicht in allen Teilen realisiert. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Schritt in eine neue Welt, den man macht, der gut ist, aber es gelingt noch nicht alles. Darum möchte ich immer darauf hinweisen, dass 70 Jahre für einen Historiker nicht so lange ist. Mhm. Also aus den 2000 Jahren war nur in den letzten 70 Jahren Krieg verboten. Also ich nehme jetzt die 2000, das ist eigentlich willkürlich, ich gebe jetzt Christi Geburt, aber auch vor Christi Geburt, Cäsar in Gallien, der hatte kein Mandat des Sicherheitsrates. Ja. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen zuspitze, dann möchte ich eigentlich sagen, wir beobachten eine ähnliche Entwicklung im Bereich Familie, Schule und internationale Politik, wenn ich das kurz ausführen darf. In der Familie gab es früher kein Gewaltverbot, früher, weit weg. Wenn es einen Konflikt gab, hat auch der Vater immer wieder Gewalt eingesetzt. Heute wissen wir, ganz viele Menschen, die im pädagogischen, die im therapeutischen Bereich arbeiten, wissen, das hat nur Traumas ausgelöst. Das war nie klug. Es hat zwar funktioniert, es war sozusagen Ruhe am Tisch, aber es hat zu schweren Verletzungen geführt. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der arbeitet in der Schweiz mit jugendlichen Straftätern zusammen und ein Jugendlicher hat eben einen Überfall gemacht, eine alte Frau angekettet an einer Stange und hat sie dann dort gelassen, hat sie ausgeraubt, ging weg. Ich habe ihn gefragt, wie kommt denn der Jugendliche dazu? Da hat er gesagt, er wurde selber angekettet als Junge im Keller vom Vater, weil der Vater halt einen Konflikt mit ihm hatte, der Konflikt ging irgendwie nicht, konnte ihn nicht anders lösen, hat ihn einfach im Keller angekettet, 24 Stunden, das war völlig bescheuert. Ja. Das heißt, die Gewalten der Familie, die haben wir lange gehabt, aber heute ist eigentlich rundum klar, Gewalten der Familie geht nicht mehr. Die Eltern sollen die Kinder nicht schlagen, die Kinder sollen die Eltern nicht schlagen, die Eltern sollen sich untereinander nicht schlagen. Wenn ein Konflikt da ist, soll der Mann die Frau nicht töten und die Frau soll den Mann nicht vergiften. So, da sind wir fortgeschritten. Auch in den Schulen keine Gewalt mehr. Früher gab es ja durchaus die Züchtigung oder die Schläge. Ja. Ist heute tabu. Also das geht heute, ich spreche immer über den Deutsch, Schweiz, Österreich, so unseren Kulturen, geht nicht mehr. Und jetzt ist eigentlich der Versuch, das in den internationalen Beziehungen auch hinzubekommen. Ist es möglich, ist es denkbar, dass wir das schaffen, dass auch in den internationalen Beziehungen die Gewalt schrittweise zurückgeht, dass man sich an das Völkerrecht hält und dass wir diese ganzen Traumata von Gewaltspiralen, als dass wir da rauskommen. Weil es gibt natürlich immer noch eine große Fraktion von Menschen, die sagt, also das ist alles UNO-Charta, das ist für Warmduscher. De facto muss man mal richtig bombardieren und dann geht die Gewalt schon weg. Also dieser alte Glaube, wir bomben die Gewalt weg und dann ist wieder gut. Ja. Das ist auch ein Irrglaube, weil wenn wir das könnten, hätten wir sie bis jetzt weg. Ja. Wir haben also sehr viel Gewalt eingesetzt. Also es ist ein Prozess, der läuft und da bitte ich manchmal so um Geduld. Du hast gefragt, funktioniert das schon? Nein. Strafgerichtshof? Ja. Nein. Zwei Fragen dazu noch. Strafgerichtshof ist eine Institution, in der auf der einen Seite Personen wie Milosevic angeklagt und abgeurteilt werden, auf der anderen Seite aber amerikanische, auch ganz dezidiert belegte Kriegsverbrechen. Du hast Vietnam angesprochen, ich denke an My Lai beispielsweise. Dort komplett ausgespart werden, haben wir dort eine Zweiklassenjustiz, die Amerikaner
in erster Linie Amerikaner von oder westliche Politiker, müsste man erweitert hinzufügen, von der Strafverfolgung eo ipso und grundsätzlich ausnimmt? Ja. Ja, das muss man so sagen. Wir haben eine Zweiklassenjustiz. Der Angriff von George Bush, und also der amerikanische Präsident, und Tony Blair auf den Irak 2003 war illegal. Bush und Blair sind Kriegsverbrecher. Aber sie hätten eigentlich in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof zumindest erscheinen müssen für einen Prozess. Ist nicht passiert. Ist einfach nicht passiert. Es ist aber auch gar keiner angestrengt worden. Der Totenhöfer genau. Hat das angeregt. Genau. In einer herrlichen Korrespondenz hat er mir alles mal erzählt, in einem großartigen Gespräch. Und er hat ja gar keine Antwort bekommen. Es ist genau, das geht ins Leere. Ja, es geht ins Leere, genau. Aber es ist nicht so, dass das niemand versteht. Die Leute verstehen es schon. Also Kofi Annan, UNO-Generalsekretär, ja, hat auch ganz klar gesagt, es ist illegal. Und es ist so ein bisschen wie im Mittelalter. Man sieht, der Kaiser ist nackt, er begeht Verbrechen. Eigentlich verliert er die moralische Autorität, also vor allem, ich sag mal, moralische Autorität haben die USA schon lange verloren. Stichwort Analschocks in Abu Ghraib. Also da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen. Jetzt, wenn der Kaiser, wenn das Imperium seine moralische Integrität verloren hat, dann beobachtet das Volk. Also das Volk wäre jetzt die Weltbevölkerung und die USA sind das Imperium. Und es gibt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz verschiedenen Ländern natürlich diese Beobachtung, dass man sieht, die USA machen, was sie wollen und das internationale Recht kann das irgendwie nicht fassen. Also auch, es ist nicht nur Bush, es ist dann auch Obama mit den Drohnenmorden, wo man sagen muss, aber welche Rechtsbasis? Welche Rechtsbasis? Und dann sagen sie Amerikaner einfach, das sind alles Terroristen, die haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Aber das ist eben nicht das Prinzip des Rechtsstaates, dass man jemanden tötet, ohne Anklage zu erheben, ohne dass es einen Prozess gibt, ohne dass es eine Verteidigung gibt. Kurzum, wir sind in spannenden Zeiten, das denke ich. Und ja, es ist so, der Strafgerichtshof funktioniert noch nicht richtig. Es gibt manchmal dann auch Spezialausschüsse, ich beschreibe das im Buch auch, zum Beispiel für Jugoslawien, wo dann aber eigentlich nur die Jugoslawen vor Gericht gezerrt werden. Das ist ja das Verrückte. Also zum Beispiel Präsident Clinton, der damalige amerikanische Präsident, hat ja 1999 Serbien bombardiert. Mit unserer Unterstützung. Und er hat genau Gerhard Schröder von der SPD und Joschka Fischer von den Grünen, wie soll ich sagen, dazu bewogen, mitzumachen. Das war, wie ich höre, so, dass man sich so abgesprochen hat, dass Clinton seine besten Wahlstrategen und Marketing-Experten nach Deutschland schickt und sozusagen die Kandidatur von Schröder unterstützt. Man muss das jetzt noch genau ausleuchten, aber dazu laufen auch Forschungen, dass Schröder eigentlich mit Clintons Hilfe an die Macht gekommen ist. Ich sage jetzt nicht Wahlbetrug, ich sage gute amerikanische, wie nennt man das jetzt, PR, Wahlmanagement, einfach kurzum, Schröder wurde Bundeskanzler und muss halt mal schauen, wie wurde er Bundeskanzler. Hat ihm Clinton geholfen? Das ist eine Forschungsfrage. Ich habe verschiedene Quellen, die wir sagen, ihm wurde geholfen. Gut, also dann gab es aber ein Gegengeschäft, dass Schröder dann sozusagen Clinton wieder hilft, wenn der Serbien bombardiert, dass er nicht ganz alleine bombardiert. Weil es ist immer schlecht, wenn man alleine bombardiert, ist es offensichtlich das Verbrechen. Wenn mehrere bombardieren, dann kann man sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft. Fragt sich dann immer, was für eine Wertegemeinschaft. Und was für Werte. Genau. Ja. Und das war völlig illegal. Also der Angriff auf Serbien war eigentlich, und das ist gerade in Deutschland ganz wichtig zu verstehen, ich führe das auch im Buch ganz genau aus, das war ein Wechsel, ja, von 45 bis 95, 50 Jahre lang, ist die Friedensbewegung in Deutschland stark. Deutschland macht an keinem Krieg mit, nirgends, einfach keine. Diese Grundüberzeugung, die ich sehr unterstütze, die eben lautet, nie wieder Krieg oder nie wieder soll von deutschem Boden Krieg ausgehen, die ist ganz tief verankert. Und dann kommen die Wirren, ich nenne sie Wirren, in Jugoslawien, wo man überhaupt nicht mehr durchgeblickt hat, was sind da die bosnischen
Serben und die bosnischen Kroaten und dann ist plötzlich Osama bin Laden ist auch noch in Bosnien, man hat dort Dschihadisten, dann gibt es die orthodoxen Serben, das sind Christen, die katholischen Kroaten. Für die meisten Europäer war das ein bisschen durcheinander. Und man hat in diesem Jugoslawienkrieg, den ich im Buch ausführlich behandle, den ersten Einsatz der deutschen Tornados, das ist 95 in Bosnien, und dann aber ganz explizit 99. Und der Krieg von Deutschland gegen Serbien 99 ist A, ohne UNO-Mandat und darum ist er illegal. Und Schröder hat auch eingeräumt, als es Diskussion um die Krim ging, dass er selber das Völkerrecht gebrochen hat. Das Spannende bei dieser Situation ist ja ein Mehrfaches. Das eine, er hat das eingeräumt, sogar in der Fernsehsendung, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die Zeit, ich glaube, irgendwie so. Ja, also ganz, ganz öffentlich, nicht nur irgendwo, das ist zitatfähig, dass er als Bundeskanzler das, und die BRD damit als Staat das Völkerrecht gebrochen hat. Das Spannende ist jetzt die Resonanz. Wenn ich sowas im Fernsehstudio sage und mich als Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen das Völkerrechts oute, müsste ich im Studio anschließend verhaftet werden, an und für sich. Überstellt nach Den Haag und dort müsste mir der Prozess gemacht werden. Es gab nicht nur die Forderung nicht, es hat medial keinen Aufschrei gegeben. Also wir müssten da auch nochmal, würde ich dich auch bitten, zu der Rolle der Medien etwas zu sagen. Und es hat natürlich nie ein Verfahren gegeben. Damit wird das, was ich so am Anfang mit dem Thema Strafgerichtshof gefragt habe, deutlich, dass der Westen so eine carte blanche in der Frage, wie oft kann ich das Völkerrecht verletzen oder wie viele Leute kann ich umbringen. Der schon zitierte Totenhöfer hat mir das mal gesagt, was darf ein westlicher Politiker, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, wie viel darf er umbringen, ohne dass irgendetwas passiert. Die mediale Resonanz, die juristische Resonanz ist null. Sendepause, ja. Also in Serbien 99 ist ja sozusagen der erste deutsche Sündefall, da sind 2000 Tote. Muss man, das ist aber nicht alles Schröder, das ist auch Clinton. Ja, natürlich. Das ist auch Fischer, also man teilt sich die. Im Irak, also jetzt Vergleich, ja. 2003, wo Bush und Blair bombardiert haben, 1 Million Tote. Da gibt es die Untersuchung Bodycount. Und darum sage ich, Irak sticht schon heraus. Aber auch Serbien ist ein klarer Fall. Und wenn man die Sündenliste so ein bisschen durcharbeitet, sieht man, Afghanistan 2001 war dann der zweite. Es ist ja nicht nur Serbien, es ist auch Afghanistan 2001, wo wiederum die SPD unter Schröder Deutschland in den Krieg führt. Plötzlich kommt diese Durchsage, die deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Was ja schon die Formulierung hätte zu Misstrauen anregen sollen. Ja? Weil das, was die Friedensforschung sagt, ist, vertauscht doch die Rollen, dann versteht ihr, wie wichtig das Völkerrecht ist. Stellen wir uns vor, 1999 hätte Milosevic Deutschland bombardiert. Wie hätte man das hier in Deutschland empfunden? Als ungerecht, ganz klar. Warum? Weil man und auch in der Schweiz grundsätzlich versteht, ein souveränes Land will A, keine fremden Bomber im Himmel und B, keine fremden Truppen im Land. So. 2001 ist der Terroranschlag vom 11. September, der nicht geklärt ist, das wiederhole ich immer wieder, vor allem der Einsturz von WTC-7. Und dann am 7. Oktober 2001, das ist also 3 Wochen nach diesen Terroranschlägen, ziehen die USA in den Krieg nach Afghanistan. Und wieder ist es sozusagen, die Deutschen werden mitgezogen. Also es ist wie die Amerikaner haben den Panzer vorne, dann gibt es eine Kette und hinten ist noch ein zweiter Panzer, das ist der deutsche Panzer. Es ist einfach angekettet und die ziehen dann hinten rein. Es ist keine strategische Entscheidung von Deutschland, sondern man folgt dem Imperium in den nächsten Krieg als Vasalle. Und das ist ja dann das Verrückte. Der Afghanistan-Krieg hat auch kein UNO-Mandat. Ich habe das im Buch genau aufgelistet. Weil es ist zwar so, dass die UNO sich getroffen hat nach dem 11. September. War ja ein Riesenaufruhr. Und dann haben die verschiedenen Länder gesagt,
Die USA wurden angegriffen, sie haben das Recht auf Selbstverteidigung. Das Recht wurde ihnen eingeräumt. Aber wer die Resolution durchliest, sieht, Afghanistan ist nicht genannt. Das heißt, ein Recht auf Selbstverteidigung bedeutet eben, man muss in einer weiteren sogenannten Fact-Finding-Mission herausfinden, woher der Angriff kam. Kam er aus den USA selber? Kam er aus Afghanistan? Kam er aus Saudi-Arabien? Kam er aus Pakistan? You know, this is something that should have been clarified. Das hätte man wirklich genau prüfen und klären müssen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, die haben uns gesagt, wir haben ein Recht auf Selbstverteidigung, also ziehen wir jetzt in den Krieg. Und zwar gegen Afghanistan, weil Osama Bin Laden ist dort und der hat 19 Terroristen, darunter Mohammed Atta, der hat ja in Hamburg noch studiert. Das nächste Mal bombardieren wir gleich Deutschland. Also diese ja, auf die Idee ist ja keiner gekommen. Man hätte ja mit genau der Begründung hergehen können und sagen, der hat in Hamburg gewohnt, also ist das erste Angriffsziel der sich verteidigenden USA, muss Hamburg sein. Das ist mit derselben Logik. Genau, ist dieselbe Logik und man sieht sofort, die Logik ist völlig verdreht, weil wenn ein Terroranschlag passiert, ist es nicht danach erlaubt, dass ein Land den Ort bombardiert, wo die Terroristen wohnen. Um ein Beispiel zu nehmen, es gab ja Terroranschläge in Frankreich. Dann hat man geforscht und gesagt, die Terroristen kommen aus Belgien. Es ist Frankreich nicht erlaubt, einfach Belgien zu bombardieren, nur weil gewalttätige Belgier in Frankreich einen Anschlag. Müssen wir gar nicht lange diskutieren. Und ich sage, die Leute haben oft das Gefühl, das ist erst seit 2001 so, also seit 9/11 sind wir in diesem Chaos. Dann sage ich, nein, das stimmt nicht. 1986, das ist schon sehr vergessen gegangen, gab es einen Terroranschlag in Berlin in der Disco La Belle. Ja. Kleiner Anschlag nur. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. Gut, du bist überdurchschnittlich gut informiert. Jetzt, danach hat Präsident Reagan gesagt, in dieser Disco in Berlin waren amerikanische Soldaten und dieser Anschlag wurde von Libyen ausgeführt und das gibt mir das Recht, Libyen zu bombardieren. Wie abgefahren ist das? Da könnte man sagen, auf Bali waren deutsche Touristen, die wurden in einem Terroranschlag getötet. Also nimmt sich jetzt die Bundeswehr das Recht, herauszusuchen, wer diesen Anschlag gemacht hat. Dann könnte man zum Beispiel sagen, das war Pakistan, also bombardieren wir Pakistan. Ich sage einfach, diese verdrehte Logik, die wir seit 9/11 immer wieder hören, die wir jetzt auch im Syrienkrieg hören, die deutsche Bundeswehr ist jetzt in Syrien im Krieg, während wir sprechen. Mhm. Das ist CDU-CSU, also Angela Merkels Krieg. Das Volk in Deutschland will diesen Krieg nicht. Wie ist denn das Argument? Es gab einen Terroranschlag in Frankreich. Frankreich hat gesagt, wir müssten gegen Syrien Krieg führen. Deutschland gesagt, dann sind wir solidarisch mit euch. Wir bombardieren Syrien. Ja. Das heißt, wir bombardieren nicht, wir schicken einfach Aufklärungsflugzeuge, dass die bombardieren, besser bombardieren können. Also wir sind schon in einem Moment hineingeraten, wo wir das Völkerrecht mit Füßen treten. Ja. Und das ist falsch und das ist schade. Und da möchte ich sozusagen die Friedensbewegung sozusagen auch informieren. Ich möchte die Leute stärken, die gegen den Krieg sind, die gegen Terror sind, die gegen Enthauptungen sind, die gegen Kriegspropaganda sind. Und dass die eben auch ganz genau sehen, wie sie über den Tisch gezogen werden. Weil das, die über den Tisch gezogen werden, das spüren die Leute. Die Reibung, die spürt man. Ja. Du hast jetzt im Zusammenhang mit Bush und Blair darauf hingewiesen, auch mit Reagan, dass das im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern Kriegsverbrecher sind, die gegen das Völkerrecht verstoßen haben mit ihren Angriffskriegen. Man müsste in einer wie auch immer abgeschwächteren Form, wir haben das ja hier alles beim Nürnberger Prozess erlebt, dass da auch dann letztendlich differenziert abgeurteilt wurde und diejenigen, die sich entsprechender Verstöße gegen das Völkerrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verschwörung gegen den Weltfrieden und, Führen eines Angriffskrieges dann auch hingerichtet wurden, dass das etwas ist, was natürlich auf Personen wie Fischer und Schröder und Merkel in der juristischen Bewertung als Personen, die gegen das Völkerrecht verstoßen haben, Kriegsverbrecher sind, letztendlich genauso gilt. Wir können uns da nicht mit dem Hinweis, naja, da hat der Clinton PR für den Schröder vielleicht gemacht und da muss er ihm irgendwie dankbar sein, das hebelt das Völkerrecht nicht außer Kraft.
Es ist genau so. Ich habe ein Kapitel, das heißt, was ist das Verbrechen der Aggression, was ist Völkermord, was ist ein Kriegsverbrechen, was ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Und da habe ich dann auch dieses Unterkapitel, wer wird verurteilt? Ja, das ist ja auch die Frage, die du jetzt stellst. Und es ist eigentlich so, darf ich eine Passage kurz vorlesen? Ja, klar. Bei den Prozessen in Nürnberg 1945 wurde erstmals die individuelle Schuld der Angeklagten untersucht. Niemand konnte seine Verantwortung abstreiten, indem er sich als bloßen Befehlsempfänger darstellt. Ja. Also das ist die grundsätzliche juristische Definition, dass man sagt, jeder ist verantwortlich für seine Taten. Also wenn ein Mörder auf der Straße jemanden erschießt, kann er sich nicht entschuldigen und sagen, ja, ich habe es gemacht, weil der gesagt hat, der hat mir 10.000 Euro gegeben. Also das, okay, dann wird er auch angeklagt. Es ist nicht so, dass dann die Anklage gegen den Mörder entfällt, sondern es muss der Mörder angeklagt werden und auch der Auftraggeber. Bon. Und in der Urteilsbegründung der Nürnberger Kriegsverbrechertribunal wird die Aggression scharf verurteilt. Die Aggression ist eben, wenn ein Land ein anderes Land überfällt, so wie Hitler Polen überfallen hat, das ist illegal, so wie Bush den Irak überfallen hat, das ist illegal. Die Entfesselung eines Angriffskrieges ist das größte internationale Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es in sich alle Schrecken vereinigt und anhäuft. Und das sagt der amerikanische Chefankläger Robert Jackson. Also Jackson ist Jackson, ja bekannt. Ja. Michael Jackson ist bekannter bei mir, das ist dieser Popstar. Aber Robert Jackson... Gestorben sind inzwischen beide. Beide sind tot, die haben verschiedene Biografien, aber... Ja. Robert Jackson muss man sich wirklich merken. Robert Jackson sagt ganz klar, er gibt Weise zu bedenken, nach dem gleichen Maß, mit dem wir heute die Angeklagten messen, werden wir morgen von der Geschichte gemessen werden. Ja, das ist übrigens das, was ihm die Präsidentschaftskandidatur später dann gekostet hat. Ja, klar. Er wollte natürlich, also nicht natürlich, er wollte auch berechtigterweise noch weitere Karriere machen. Daraus wurde nichts, weil er diese Dinge durchaus ernst genommen hat. Und das ist jetzt so der Punkt. Aber das ist ja auch das, was Totenhöfer spürt, oder? Ja, oder was ein Willy Wimmer hat auch gesagt, er wird natürlich angefeindet, wenn er sagt, das sind Kriegsverbrechen, wir sollten uns an das Völkerrecht halten. Ich selber werde auch angefeindet, wenn ich sage, das sind Kriegsverbrechen, wir sollten uns an das Völkerrecht halten. Ja. Das heißt dann Anti-Amerikanismus oder das heißt dann irgendwie... Auch Verschwörungstheoretiker wird einem vorgeworfen. Also, da muss ich mich schon fragen, in was für Zeiten leben wir, oder? Dass der Hinweis auf das Völkerrecht aus der Bewegung, aus der Friedensbewegung, ist richtig und man kann ihn nicht oft genug wiederholen. Und natürlich muss man wissen, dass das Probleme gibt. Es steht ja auch, wenn man den Spiegel oder die FAZ liest, steht ja nicht, der Kriegsverbrecher Bush ist kürzlich zu einem Anlass in Chicago eingeladen worden, wo er weiß doch auch nicht, was gemacht hat. Steht ja gar nicht. So wird es nicht benannt. Und auch Tony Blair in Großbritannien, ja, die Briten schaffen es auch nicht, sozusagen sich mit diesen britischen Kriegsverbrechen auseinanderzusetzen. Wir schaffen es auch nicht. Ich meine, jemand wie Schröder, der das auch noch zugegeben hat, und im Grunde genommen vor Gericht gehört, wird als renommierte Persönlichkeit in einem innenpolitischen Übernahmestreit eines oder Übernahmediskussion eines großen einer großen Lebensmittelkette oder Konzern als Schlichter engagiert, mit hohem Ansehen, hohem Renommee, statt dass er im Knast sitzt. Und die Franzosen schaffen es auch nicht. Präsident Sarkozy hat Libyen bombardiert. Das heißt, was eigentlich passiert, ist, dass die Menschen das Vertrauen in die Weisheit der politischen Führung verloren haben. Ja. Also die Weisheit ist weg. Das Zweite, was sie auch verloren haben, ist eigentlich das Vertrauen, dass die politische Führung ethisch ist. Ja? Dass sie ethisch weise führt, also diese Idee, die wir bei Platon haben, der Philosophenkaiser, der eben gerecht ist, der weise ist, das haben wir im Moment nicht. Also ich finde wirklich am extremsten jetzt sichtbar bei dieser Auswahl Trump gegen Clinton, beide eigentlich völlig unwählbar. Es geht nicht mehr lang, bis diese Wahl stattfindet, aber dass es ein Desaster ist, sieht man schon jetzt. Und es wird da auch deutlich, dass Personen, ich meine,
die überführt gegen Recht und Gesetz verstoßen haben, wie die Clinton, völlig diskussionslos und unproblematisiert eine Präsidentschaft anstreben können. Auch das moralische Thema, die Ethik, von der du sprichst, spielt in der Tat keine Rolle. Und wir haben dort die E-Mails und ja, wir haben sehr viele Daten, wie eigentlich natürlich Bill Clinton den Kosovo bombardiert hat, 99, ja. Aber wir wissen auch, wie Hillary 2011 ganz die treibende Kraft war für die Bombardierung von Libyen. Also das Bombenwerfen liegt da in der Familie. Und da muss man schon eigentlich auch sozusagen zur amerikanischen Friedensbewegung hinhören. Weil in den USA gibt es eine Friedensbewegung, die immer wieder gesagt hat, wir finden das falsch. Wir finden das falsch, was unsere Präsidenten machen, was unsere Außenminister machen. Wir sind auch gegen Waterboarding. Wir bedauern eigentlich die Entwicklung unseres Landes. Nur, wir hören nichts von denen. Von denen hören wir gar nichts. Wir hören jeden Tag Trump, Clinton, Trump, Clinton, Trump, Clinton, vorwärts, rückwärts. Das heißt, die Medien haben ja jetzt sehr, sehr viel Sendezeit gehabt, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Da hätte man doch mindestens mal in der Süddeutschen Zeitung eine Seite abdrucken können, die Sicht der amerikanischen Friedensbewegung auf Hillary. Wäre doch völlig okay gewesen. Warum kommt das nie? Warum kommt das in der FAZ nicht? Warum ZDF und ARD, die werden ja mit 8 Milliarden sozusagen unterstützt, zwangsweise. Ja. Die müssten doch, ich verstehe es ja, sie können ja auch Putin kritisieren. Ist okay, können Putin kritisieren, aber dann sollen sie doch auch mal Clinton kritisieren. Und warum ist es immer so einseitig? Das ist das, was mir sehr auffällt. Als Schweizer, die, ja. Die Situation bei uns ist natürlich dann nochmal eine spezielle. Und deswegen, ich hatte vorhin gesagt, wir müssen auch nochmal einen kleinen Exkurs über die Rolle der Medien machen. Es ist ja durch auch eine sehr verdienstvolle Dissertation, die hier an der Universität in Leipzig entstanden ist, offenkundig geworden, wie stark die Abhängigkeit ist das Krüger, der führenden Journalisten, die Außenpolitik und NATO-Politik beschreiben, in der Zeit, in der FAZ, in der Welt und in anderen Medien, von dem amerikanischen Einfluss. All diese Figuren sind Atlantikbrücke-Leute. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Medien nicht diese Offenheit, diese Unabhängigkeit, den echten Journalismus betreiben, sondern NATO-Propaganda. Ist genau so. Also ich habe das gesehen, ich habe die Dissertation nicht gelesen, ich habe aber gesehen, dass sie publiziert wurde. Ich habe Rezensionen gesehen. Hm. Ich habe lustigerweise auch auf ZDF die Anstalt gesehen. Ja. Übrigens eine ausgezeichnete Sendung. Es gibt ja Perlen. Ja, ja klar, es absolut. Es gibt Perlen. Man darf nicht sagen, alle Journalisten sind schlecht. Es gibt immer auch, also ich habe zum Beispiel den Todenhöfer, finde ich einen wunderbaren Journalisten. Oder ich habe dann diese Anstalt gesehen. Ich weiß nicht mehr, die Kollegen, die das dort machen, wie die heißen, aber die haben eine Szene, da heißt es, der eine sagt zum anderen, spielen ja immer diese Rollen, sagt der eine zum anderen, dann sind ja eigentlich alle diese verschiedenen Medien, sei es Spiegel und Süddeutsche und FAZ und ARD und ZDF, das sind ja eigentlich nur die lokalen Pressestellen der NATO. Und dann sagt der andere, ja, in etwa so ist es. Also, und ich meine, das ist sehr pointiert und natürlich auch ein bisschen überzogen. Man muss immer sagen, es gibt auch ehrliche Journalisten im ZDF, bei der ARD, bei Dreisat, beim Spiegel. Ja. Es gibt sie, aber ich möchte denen einfach klar sagen, kommt bitte raus aus dem Unterholz. Getraut euch doch mal, auch einen kritischen Bericht zu machen zu den Kriegsverbrechen der NATO-Länder. Warum bekommt ihr das nicht auf die Reihe? Habt ihr so Angst, die Stelle zu verlieren? Habt ihr so Angst, angefeindet zu werden in der Redaktion? Ihr müsst doch ein Minimum an Mut mitbringen, wenn ihr diesen Job richtig machen wollt. Also ein Journalist muss ja fähig sein, etwas zu sagen, wo nicht gleich alle applaudieren. Also wenn er das nicht kann, dann hat er einen falschen Job gemacht. Hat einen falschen Beruf. Ja. Er hat einen falschen Beruf. Er muss. Ich weiß, das ist schwierig. Jemand hat mir das so erklärt, hat mir gesagt, schau her, die Journalisten heute, wenn die etwas machen, wissen sie ja nicht, ob die Leute das gut oder schlecht finden. Sie schreiben sozusagen im Vakuum, ohne Kontakt zum Publikum. Sie sind nicht wie der Schauspieler auf der Bühne, der dann entweder Buhrufe bekommt oder einen Applaus. Das heißt, dieser direkte Feedback-Loop, den haben sie nicht. Die schreiben es,
es geht raus in die Welt und dann kommen irgendwelche Hagels Leserbriefe. Sie sind aber alleine. Das heißt, emotional, das ist ein Psychologe, der mir das erklärt hat, emotional wird sich der Journalist dann mit der Redaktion verbünden. Diese 10, die kennt er, mit denen trinkt er ein Bier, die sieht er Auge in Auge. Und wenn die ihn auch nicht mögen, ist er ganz allein. Da wird er depressiv. Ja. Und das ist ja der Zustand, die Journalisten heute in Deutschland, ihr habt so gute Journalisten, eigentlich, ja. Die deutsche Gründlichkeit ist so was Wertvolles, ja. Die könnten jetzt eigentlich mal mutiger sein. Sie können sagen, okay, ich war lange auf der Atlantikbrücke, was habe ich da gehört? Das Imperium ist gut. Ist das so? Glaube ich das echt? Und das ist eigentlich ein Prozess, der in den nächsten Jahren laufen muss, ja. Also wenn man sich darüber im Klaren ist. Also ich war mit Ulrich Tilgner zum Beispiel in Katar. Ja. Da waren auch andere Journalisten dabei. Ihr habt die Todenhöfer ist ja auch ein Journalist, oder? An sich ist er CDU-Bundestagsabgeordneter und war dann im Verleger, also im Bruder Verlag, die Nummer 2. Oder Brökers, Matthias ja, Brökers. Ja, 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 also, gut, das sind natürlich andere Persönlichkeiten. Aber dann sieht man auch, ein Brökers, der lässt sich doch nicht in eine Ecke drücken. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das ist doch das Deutsche. Also das ist, ich bin ja so romantisch. Ich habe früher Karl May gelesen und Old Shatterham hat einfach immer, der ist immer seinen Weg gegangen. Ich weiß, sind alles nur Geschichten, aber die spiegeln ja etwas. Die spiegeln etwas, was eigentlich im Volk da ist. Also Mut und Gründlichkeit ist da. Leider ist auch diese unglaubliche Streitkultur da, dass wenn man nur 90% Übereinstimmungen hat und die letzten Prozent, da gibt man sich voll die Kante und sagt, ich bin 10% mit dir nicht einverstanden, darum bist du ein Nazi. Also das ist ja unglaublich. Das kann ich als Schweizer nicht verstehen, warum ihr euch immer so die Keule gebt. Ja. Aber wenn wir in diesen Punkten, was Kriegsverbrechen, was Terror betrifft, was Enthauptungen betrifft, was auch Kriegspropaganda betrifft, wenn wir da tiefer gehen, dann müssen wir natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperium nicht scheuen. Ja, der Punkt ist wichtig und der Punkt ist bei den Medien, um es höflich zu sagen, unterrepräsentiert, entweder weil es Abhängigkeiten gibt, das mögen materielle Abhängigkeiten sein, es sind mit Sicherheit auf jeden Fall ich sag mal, Image und psychologische Abhängigkeiten. Ich werde dann eben, wenn ich in diesem Laden nicht mehr bin, bei bestimmten Veranstaltungen nicht mehr eingeladen. Genau. Und soziale Kälte. Genau. Das sind so die Sachen und da wird dann die journalistische Ethik und die journalistische Moral einfach geopfert für die persönliche Komfortzone. Und das ist ein Armutszeugnis für den jetzigen BRD-Journalismus, wenn du das vergleichst mit, und da hatten wir keine Demokratie, da hatten wir ein Kaiserreich, wenn du den Journalismus anschaust in dem Kaiserreich während des Krieges, des Ersten, aber auch davor, da war sehr viel mehr Mut, sehr viel mehr Unabhängigkeit und sehr viel mehr Freiheit, als das heute bei den Mainstream-Medien ist. Also das ist ein Riesenunterschied. Also ich will vielleicht noch anfügen, wie ist es bei uns in der Schweiz, oder? Und da muss ich leider sagen, es ist auch so. Also es ist nicht nur euer Problem. Wir haben das Problem auch. Es gibt eine gute Webseite, die heißt swisspropaganda.com. Die haben sehr gute Analysen gemacht zur NZZ-Berichterstattung zum Syrienkrieg. Ja. Und was einfach sehr deutlich herauskommt, ist, dass man immer die NATO-Perspektive gebracht hat. Dann haben sie das Schweizer Fernsehen, das heißt SRF, haben sie analysiert. Da gibt es SRF Mittagsnachrichten, SRF Abendsnachrichten und 10 vor 10. Plus eine Radiosendung, die heißt Echo der Zeit. Das sind gute Produkte. Das sind jetzt nicht so Bildlevel, sondern das sind gute Produkte. Und sie können nachweisen mit diesen Studien, dass eigentlich auch die Schweiz, die ja neutral ist oder neutral sein sollte, sehr stark in dieser NATO-Richtung publiziert. Und die NATO-Richtung ist immer gleich, Putin ist böse, die Muslime sind Terroristen und Assad sollte man stürzen. Gaddafi sollte man stürzen, Saddam Hussein sollte man stürzen. Und Völkerrecht, Kriegsverbrechen, das findest du einfach gar nicht. Oder nur auf der anderen Seite. Nur auf der anderen Seite? Ja, ja, ja. Ja, also dann sagt man zum Beispiel, der Einsatz von Giftgas in Syrien, das ist ein Verbrechen. Das muss man sagen. Es ist ein Kriegsverbrechen. Das steht auch in meinem Buch ganz klar erklärt, was sind Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen sind, muss man jetzt auseinanderhalten, es gibt das Verbrechen der Aggression, das ist der Überfall von einem Land auf ein anderes Land. Und Kriegsverbrechen sind die Verbrechen, die im Krieg stattfinden. Die Leute haben das Gefühl, ja, wenn mal Krieg ist, ist alles erlaubt. Nein, nein. Nein, es ist nicht erlaubt, zum Beispiel
Frauen zu vergewaltigen, ist verboten. Es ist verboten, Giftgas einzusetzen. Es ist auch verboten, wenn man den Gegner besiegt und ihn gefangen nimmt, dass man ihn dann enthauptet oder runtersiebt. Das ist alles verboten. Ja. Und in Syrien haben ja diese Giftgasdebatte gehabt, wo man gesagt hat, das war Assad. Aber ich habe die 2013er Giftgasanschläge, es gibt ja jetzt immer mehr, aber die ersten, die waren 2013, habe ich sehr genau untersucht und hat man gesehen, das sind die Rebellen. Und die Rebellen wurden eben vom Westen, von der NATO unterstützt und andererseits von Katar, Saudi-Arabien und Türkei als NATO-Land. Das heißt, da sind die Kriegsverbrecher wieder viel näher bei uns, als uns das lieb ist. Ja. Du hast in deinem Buch eine Chronik hinten drin, die deutlich macht, und das käme, da würde ich dann ganz gerne zum Schluss noch darauf zu sprechen kommen, dass es, wenn man jetzt die offiziellen Kriege sich anschaut, die illegalen Kriege, es nicht nur 1945 nicht aufgehört hat, sondern man fast den Eindruck hat, dass der Westen richtig Gas gegeben hat. Es kaum ein Jahr gibt, in dem nicht irgendetwas stattgefunden hat. Und wenn man dann die Dinge hinzunimmt, die so an kleinen Operationen in Schwarzafrika, an diese Drogenthema hier, wie sich die BRD mit Rammstein jeden Tag schuldig macht, sogenannte Extra. Rammstein sollte man schließen. Dann muss man ja eigentlich sagen, dass der Westen seit 1945 und die NATO kein Verteidigungs-, sondern ein Aggressionsbündnis ist, das wirklich kein Jahr auslässt, in dem nicht irgendetwas an Verstößen gegen das Völkerrecht und auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und so weiter stattfindet. Ja, hin und wieder wird mal ein Land ausgelassen, aber also es sind doch viele Länder, viele Jahre. Also in der Chronologie habe ich jetzt drin, einfach, dass man das versteht. 1953, der Sturz der Regierung im Iran, ist beschrieben im Buch, ist ein Verbrechen. Verantwortung trägt CIA und MI6, also die Briten und die Amerikaner, werden im UNO-Sicherheitsrat nicht verurteilt, weil sie sind Vetomächte. Okay. Klar. 1954, Sturz der Regierung Guatemala, illegal. 1956, der Angriff von Israel, Frankreich und Großbritannien auf Ägypten, das ist die Suezkrise, illegal. 1961, die Invasion in der Schweinebucht in Kuba durch die USA, illegal, werden nicht verurteilt. Da gibt es eine interessante Geschichte, habe ich dann recherchiert. Ja, was sagt, ich habe ja dann die ganzen Protokolle im Sicherheitsrat gelesen, habe ich gedacht, ja, was sagt denn jetzt der amerikanische Botschafter? Weil der kubanische Botschafter geht rein und sagt, hört zu, ihr bombardiert mein Land. Hört zu, die UNO-Charta verbietet das. Also man hat das Gefühl, jetzt hat er ihn. Und dann sagt Stevenson, Adlai Stevenson, der amerikanische Botschafter, sagt, nein, das sind kubanische Piloten, die desertieren aus dieser brutalen kommunistischen Diktatur. Und bevor sie desertieren, decken sie ihr eigenes Land noch mit Bomben ein. Und die Flugzeuge, die haben wir fotografiert, die sind nämlich hier in Florida notgelandet. Und dann war an den Flugzeugen das Kürzel der kubanischen Luftwaffe aufgezeichnet. Und Stevenson präsentiert diese Bilder, aber dieses Kürzel hat das CIA auf die Flugzeuge gemalt. Also es ist ja, okay. Ja, okay. Dann 64 Angriff auf Vietnam, Lüge, haben wir schon, 3 Millionen Tote. Dann im 86 verurteilt eben der Internationale Gerichtshof der UNO, der nicht zu verwechseln ist mit dem Strafgerichtshof. Ja. Ich muss das kurz erklären. Internationaler Gerichtshof verurteilt Staaten und Strafgerichtshof verurteilt Individuen. Personen, genau. Und der verurteilt die USA wegen dem geheimen, illegalen Krieg gegen die Contra. Also das sind sehr, sehr schwere Verbrechen, die in Nicaragua passiert sind. Die USA ignorieren das Urteil. 86 bombardieren die USA das erste Mal Libyen. Sie werden im Sicherheitsrat nicht verurteilt. Das ist diese Geschichte mit der Labelle-Diskothek. Ja. 89 macht Präsident Bush den Angriff auf Panama. Wird nicht verurteilt. 1990 greift Saddam Hussein Kuwait an, und das ist eben dieser spezielle Fall, der Sicherheitsrat interveniert, das haben wir schon besprochen. Dann haben wir 99 die Bombardierung von Serbien, an dem eben auch Deutschland teilnimmt, das erste Mal. 2001 die ungeklärten Anschläge vom 11. September, der Krieg gegen Afghanistan. 2003 der Angriff auf den Irak von Bush und Blair. 2011 der Angriff auf Libyen und der Sturz von Gaddafi, dann von Sarkozy, von Cameron und Obama. 2011, ganz wichtig, auch der Ausbruch des Syrienkrieges. Hier nicht mit Panzer über die Grenzen, sondern mit verdeckter Kriegsführung. Man bewaffnet Rebellen, Dschihadisten,
die eben Assad stürzen sollen, was bis heute nicht gelungen ist. Darum kann man hier ganz genau sehen, was denn da so läuft, weil es ist ein Regime-Change in Slow Motion. Also wer da nichts versteht, das wäre der Moment. Syrien hat ein großer Teil vom Buch. Und 2014 dann auch der Putsch in der Ukraine, auch illegal, die NATO-Osterweiterung. 2015 der Angriff auf Jemen durch Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien wird von den USA unterstützt. Die tanken die Flugzeuge in der Luft auf. Die Saudis kaufen die Flugzeuge in den USA. Also das ist alles ziemlich verboten. Und 2015 eben der Eintritt von Deutschland in den Syrienkrieg. Ja. Unter dem Stichwort Terrorbekämpfung. Also ja, es ist eine ganze... Und ganze wenn man dann sich, ich sag mal, es gibt genügend Regime-Change-Operationen noch in Schwarzafrika, wenn ich an Allende und Chile denke. Das ja, habe ich gar nicht drin. Also ich musste mich, 73 Allende habe ich nicht drin. Ich habe, es gäbe in Afrika sehr, sehr viele Beispiele. Eben. Spannende Beispiele. Wie die Chronik so. Ja, es ist 370 Seiten. Ja. War halt auch so ein bisschen die Vorlage des Verlags. Ich meine, kann du hast auf das Thema NATO, und das würde ich ganz zum Schluss nochmal kommen, du hast sicherlich zu Recht darauf hingewiesen, dass die BRD bis zu Schröder sich an keinerlei Kriegsaktivitäten beteiligt hat. 50 Jahre, 45 ja, bis 95. Ja, ich würde da trotzdem einen Wermutstropfen reinpacken, insofern als wie natürlich als NATO-Mitglied und diese NATO-Mitgliedschaft der BRD hat ja die eigentliche Spaltung, danach erfolgte die Gründung des Warschauer Paktes, ja, hat die eigentliche Spaltung auch in Ost und West in der Form dann wirklich fundamentiert. Wir natürlich indirekt an all den ganzen Geschichten, wenn ich in so einem Aggressionsbündnis Mitglied bin, bin ich natürlich, kann ich mich zwar sagen, ich beteilige mich nicht aktiv an solchen Maßnahmen, bin aber natürlich letztendlich wie als Mitglied einer Mafia-Bande mit im Boot bei dem ganzen Thema. Deswegen auch bei dir die konkrete Forderung oder der konkrete Vorschlag, an sich müsste Deutschland aus der NATO austreten. Ja, das ist natürlich schon die Conclusio, dass ich dann mich auch gefragt habe, nachdem ich sozusagen die ganzen Leichenberge umgeschichtet habe und untersucht habe, fragen mich dann die Leute, ja Herr Ganser, Sie sind Friedensforscher, Sie sind Historiker, Sie haben da ganz viele Zeit verbracht mit diesen ganzen Gräuel. Auf was kommen Sie? Ich kann das nicht alles lesen. Können Sie mir bitte mal einen Rat geben, was man tun soll? Und der Rat ist ganz klar, wir sollten, wenn immer möglich, unsere Konflikte ohne Gewalt lösen. In der Familie, in der Schule und auch in der internationalen Politik. Das ist der erste Rat. Ich sage auch, Konflikte sind etwas Gutes. Es ist nicht so, dass ich sage, Konflikte sind schlecht. Ja, ich habe ja Kinder und jeder, der Kinder hat, hat immer wieder Konflikte. Jeder, der irgendwo angestellt ist, hat Konflikte. Wer einen Chef hat, hat Konflikte. Also das ist normal. Aber man sollte den Chef nicht töten, wenn einem etwas nicht passt. Also das ist der erste Rat. Konflikte friedlich lösen. Die Friedensbewegung muss auch immer friedlich bleiben. Sie darf nicht Autos anzünden und irgendwie Molotow-Cocktails werfen. Das nie. Das zweite ist, man sollte aus Militärstrukturen dann austreten, wenn man sieht, dass diese ihre moralische Integrität verloren haben. Und die NATO, meiner Meinung nach, hat ganz klar die moralische Integrität verloren. Es ist nicht einmal ein Ausrutscher, sondern es ist ein systematisches, völlig neben der Spur fahren, wo man sich sagen muss, da sollte man nicht mitmachen. Ich sage auch ganz deutlich, die Schweiz ist nicht Mitglied in der NATO, sie ist auch nicht Mitglied in der EU. Ich finde das gut, ich möchte nicht in der EU sein, ich möchte auch nicht in der NATO sein. Wir sind aber in der UNO, das finde ich auch gut. Aus der Schweizer Perspektive ist alles nochmal ein bisschen anders, aber die Schweizer sind in der Partnership for Peace. Wie Österreich auch, ne? Österreich auch. Und ich schreibe im Buch ganz deutlich, diese Partnership for Peace ist ein Propaganda-Ausdruck der NATO, die wurde in den 90er Jahren gegründet, ist so etwas wie der Kindergarten der NATO. Also die Leute sollen zuerst in der Partnership for Peace sein und später sollen sie dann Mitglied der NATO werden. Zum Beispiel Polen ist diesen Prozess durchgelaufen, zuerst Partnership for Peace, dann NATO-Vollmitglied. Und ich sage halt einfach, die Schweiz sollte aus der Partnership for Peace austreten, Österreich sollte aus der Partnership for Peace austreten, weil das ist eine Partnership for War. Interessant ist übrigens, das merke ich in der Schweiz, die Leute gar nicht wissen, dass wir in der PFP sind. Das heißt PFP abgekürzt. Ja. Und wenn ich jemanden frage, muss man so einen Test machen, was hältst du eigentlich unsere Mitgliedschaft in der PFP? Dann sagen die Leute,
also in der Schweiz, PFP, was ist das? Ich kenne PDF, also dieses, dieses Format. Dieses Format, wo man die Dinge... Druckdateien hat. Druckdateienformat. PDF ist bekannt, PFP nicht. Also die Schweiz sollte das dem austreten. Ja. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 10 Jahren, das braucht so seine Zeit, eine Abstimmung haben in der Schweiz. Und dann ist das ein Volksentscheid und das ist möglich, aus der PFP auszutreten. Ja. Wenn wir eine Mehrheit haben in den Kantonen und vom Stimmvolk, und ich glaube, das ist möglich, es kann jetzt nicht von heute auf morgen kommen, aber wir haben hier die demokratischen Instrumente. Für euch, muss ich ehrlich sagen, ist es ein bisschen schwieriger. Jemand hat mir gesagt, ja, können Sie sich vorstellen, dass Deutschland überhaupt aus der NATO austritt? Vorstellen kann ich mir das, aber es ist ein schwieriger Weg. Es ist ein schwieriger Weg, weil natürlich die Medien dagegen sind und weil die Politiker dagegen sind. Da muss man sich fragen, warum habt ihr diese Medien und diese Politiker? Es ist eine Diskussion, die es zuerst braucht. Man muss hier nicht mit der Maximalforderung rausgehen und sagen, vor dem Jahr, bevor das Jahr 2017 zu Ende ist, wollen wir aus der NATO draußen. Nein, das geht doch nicht. Man muss ins Gespräch kommen und sagen, machen wir doch einmal eine Auflistung, wie erfolgreich diese ganzen NATO-Kriege in Afghanistan, in Libyen und in Irak waren. Schauen wir einfach die Ziele an, die wir hatten und was jetzt der Ist-Zustand ist. So wie wenn man ein Auto in die Garage bringt und sagt, da läuft was nicht, können Sie das bitte flicken. Und zum Beispiel geht der Anlasser nicht, oder geht nicht, oder bringt man das Auto, bekommt man es zurück. Wenn jetzt das die NATO-Garage war, dann geht der Anlasser immer noch nicht, alle 4 Reifen sind weg und die Scheiben sind eingeschlagen. Dann würde er an eine TÜV-Prüfung dieser Garage, würde nach deutscher Gründlichkeit ergeben, nicht erfüllt. Ja. Und das haben wir aber bei allen NATO-Kriegen nicht erfüllt. Der Rainer Braun hat ganz klar, der in der Friedensbewegung aktiv ist, hat ganz klar gesagt, und das ist eine kluge Forderung, Evaluation ist ja heute das Superwort überall. Jede Schule wird evaluiert. Ich bin da Uni St. Gallen tätig, ich werde immer evaluiert. Die Studenten evaluieren die Dozenten evaluieren die Studenten. Jedes Formular wird evaluiert und mach das mal mit den NATO-Kriegen. Ein schönes Schlusswort. Ich sage ein herzliches Dankeschön. Ja, ein ganz wichtiges Buch und vielleicht ist das wirklich der Weg, denn dass die Menschen in diesem Land, ist bei euch sowie bei uns, die Kriege nicht wollen, die Kriegsbeteiligung nicht wollen. Und wenn wir hier eine ehrliche Befragung machen würden, würde die Mehrheit der Bevölkerung natürlich sagen, A, keine Auslandseinsätze und B, raus aus der NATO. Vielleicht letzteres mit etwas weniger, aber inzwischen auch zunehmend. Die Friedensbewegung ist in der Mehrheit. Die ist in der Mehrheit. Und das ist einfach schüchtern. Das ist einfach zu schüchtern. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht, dass sie in der Mehrheit ist. Ja, das viel Erfolg und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die viel Mut bedeutet. Das unterscheidet dich von unseren Standardjournalisten, ich sage das mal so, und auch unseren Standardwissenschaftlern, unseren Standardpolitikern sowieso. Und deswegen ist es gut, dass es dich gibt. Herzliches Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.danieleganser.ch ein mit breiten Informationen, insbesondere natürlich auch zu den verschiedenen Publikationen und zu den Vorträgen und Veranstaltungen, bei denen ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auch nochmal live zu erleben. Und ich will abschließend natürlich auf die neueste Publikation hinweisen, Illegale Kriege, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren, eine Chronik von Kuba bis Syrien. Und es ist nur eine Auswahl an Aktivitäten und an Aggressionen, die hier zusammengetragen ist. Sonst wäre das Buch in Wirklichkeit wahrscheinlich 5-mal zu dick geworden. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.